Zirkus Bronislawski, Verwaltungsbüro. Kommandatur des 2. Gardekorps Sachsenregiment. Bitte 20 Logenkarten für nächste Woche. Aber nur, wenn dieser Mr. X noch auftritt. Bedauere alle Vorstellungen für nächste Woche ausverkauft. Das Gastspiel in Petersburg wird verlängert. Also 20 Karten. Gut, ich notiere vor. Hier Zirkus Bronislawski? Ausverkauft, 6 Wochen verlängert. Wir merken vor, 15 Karten. Jawohl, Mr. X ist weiter verpflichtet. Also ich bin ja, Mr. X ist noch da. Ausverkauft. Das wird selbst einem Zirkusdirektor zu viel. Ich gehe ins Foyer. Ja, Sudan mit den allerneuesten Tricks. Und das allergrößter Clou, dann kommt der große Mr. X. Mr. X in allen Zonen, weltberühmt aus London kam. Sensation der Sensationen, Mr. X ist das Programm. Mr. X in allen Zonen, weltberühmt aus London kam. Sensation der Sensationen, Mr. X ist das Programm. Das fühlt sich dass man sich da nicht mehr ein Ist denn dieser Mr. X wirklich so kolossal, Herr Direktor? Ich bin 30 Jahre Zirkusdirektor, aber ich habe bisher keine bessere Nummer gehabt. Mein Regisseur, Ihr Herr Pinelli, wird Ihnen das bestätigen, meine Herrschaften. Einfach grandios. Er spielt in die Kuppel des Zirkus 30 Meter über den Köpfen von das Publikum eine Romanze auf seine Geige. Dann springen er durch die Luft auf das Gleitband. Und von der Gewalt des Schwunges hinaus geschleudert, er sitzt eine Sekunde später auf dem Rücken seines Pferdes. Er kommt geschminkt, mit einer schwarzen Maske vor dem Gesicht zur Vorstellung und fährt auch ebenso wieder weg. Das hat er sich kontraktlich ausbedungen. Niemand weiß, wie dieser Mr. X in Wirklichkeit aussieht. Mein Gott, wie interessant! Beinahe unheimlich! Ach, es geht weiter, meine Herrschaften. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze wieder ein. Direktor. Ja, was gibt's denn schon wieder, Pinelli? Soeben ist die Fürstin Fedor Berlinska mit 6 Husarenoffizier vorgefahren. Die Herrschaften kommen schon die Treppe hinauf. Die Fürstin Berlinska? Sie sind mein Regisseur, Pinelli. Sorgen Sie dafür, dass der Vorstellung erstklassig weiterläuft. Ich gehe in meine Loge. Oh, die Vorstellung wird sein super. Meine Herren, Sie verwöhnen mich. Sie lesen mir alle Wünsche von den Augen ab. Sie wollten den berühmten Mr. X sehen? Also haben wir den Kassierer bestochen, um eine Loge zu bekommen. Alles für Sie durchlaucht. Jawohl, alles für Sie durchlaucht. Alles für Sie durchlaucht. Oh, Sie sind alle so reizend zu mir hier in Petersburg. Sogar der Zar. Sogar der Zar? Ja, er hat mich zu einer Audienz befohlen, mitten in der Saison aus meinem schönen Paris hierher. Er sagte, Madame, es ist mein kaiserlicher Wunsch, dass Sie wieder heiraten. Die Palinskischen Güter und Bergwerke müssen uns erhalten bleiben. Und hat sich Ihr Herz schon entschieden? Vielleicht Prinz Wladimir? Wo Sie sind, ist er. Ach, lieber Rittmeister, immer diese dumme Liebe. Ich halte nicht viel davon. Leutnant Petrowitsch, wie denken Sie darüber? Durchlaucht, ich bin erst 19 Jahre. Aber ich kann nur sagen, alles pur l'amour. Was in der Welt geschieht, immer das Alles nur, nur pur l'amour. Ach, nur pur l'amour. Was uns das Herz bewegt, was uns den Sinn erregt, ach, so der
wenn uns Gott Amor so viel Mord macht, den einen krank macht, den anderen schlank macht, ja, den Ich kann den Herrn leider ohne Karte nicht durchlassen. Hörst du, was dieser Wurm spricht, Brusowski? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Schon was mich. Mir das mir. Mir, dem Fürsten Serjus Wladimir aus kaiserlichem Gestüt, geblüht. Für den Großneffen des Zaren und seinem Adjutanten kein Platz. Oh, kaiserliche Hoheit. Geh, geh, ich mag dich nicht, Billettknipser. Brusowski, sie ist hier. Ich muss mit Fedora Palinska sprechen. Kaiserliche Hoheit, sollten ihr vielleicht noch etwas Zeit lassen, sich zu erholen. Fedora Palinska ist erst seit einem Jahr Witwe. Schon genug erholt. Der verstorbene Fürst war so eifersüchtig, dass er seinen einzigen Neffen, einen Prinzen Fetja Palinski, ihretwegen verstoßen und enterbt hat. Neffe interessiert mich nicht. Billettknipse! Kaiserliche Hoheit? Was ist das? Dort sitzt ja ein junger Mann ganz allein in einer Loge. Geh hinein, Billettknipser, und sage dem Kerl mit dem blöden Gesicht, er möchte mir für kurze Zeit eine Loge überlassen. Zu Befehl, kaiserliche Hoheit. Fedora muss mein sein. Ich liebe sie wie der Rehamur seine Zelt, seine Jubeljahr. Mixer! Kaiserliche Hoheit! Zwei Doppelwutki. Zwei Doppelwutki. Kaiserliche Hoheit, der Herr ist einverstanden. Er möchte nur nachher zur Hundedressurnummer von Miss Mabel Gibson wieder in seiner Loge sein. Da kommt er. Also bitte, lieber Herr Tilo, ich kann es für ein paar Minuten haben. Aber der Witz mit der kaiserlichen Hoheit, das ist ein bisschen zu blöd. Schaut, wasch mich. Was hab ich gesagt? Wenn Sie aber kaiserliche Hoheit sind, dann bin ich der Kaiser von China. Mein Herr, ich muss doch sehen. Brusowski. Er ist scheinbar demokratischer Ausländer. Also bis nachher, junger Mann. Servus. Sie schlauchern Sie. Jesus, die Madel vom Ballett. Süß. Schau, der Herr Toni ist auch wieder da. Er kommt wegen seiner Möbel. Oh, ich weiß, l'amour, nur l'amour. Na, ein bisschen komme ich auch wegen euch. Ihr seid nämlich auch nicht zu verachten. Das will ich meinen. Wenn ich in den Zirkus gehe, abends lang und wann, und die süßen Mädel sehe, ach, wie wird mir da, diese Kleinen mit den Beinen wie aus Marzipan. Sie sind das schönste Pop-Programm, das allerschönste Pop-Programm. So durch den Operngucker, süß wie Zucker, sind sie anzusehen. Rosenhändchen, bunte Bändchen, alles wunderschön. Diese kleinen Zirkus stehen meines Herzens Ziel. Achte, neune oder zehn wären mir nicht so viel. Die kleinen Mädel im Trikot mit ihrem reizenden Trousseau, die seinen Röckchen, ach, die sitzen fesch und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ach, wie das knistert, wie das rauscht, wenn sich beim Tanz das Röckchen baut. Die kommen jedem Jüngling riesig, apropos die kleinen Mädel im Trikot. Abends, wenn der Zirkus aus ist, kann man täglich sehen, diese süßen kleinen Mausis hübsch nach Hause gehen. Rückwärts bei den Bühnentürchen finden sie sich ein. Gebracht nach Haus beim Sternenschein, doch gehen sie meistens nicht allein. Die schöne Betty führt ein Graf zu Bieren, Mimi ein Baron. Lilly sieht man stolz kutschieren mit des Grafen Sohn. Nur das arme Gretelein holt ihr Friederich. Doch im kleinsten Kämmerlein wohnt das größte Glück. Die kleinen Mädel im Trikot mit ihrem reizenden Trousseau, die
seinen Röckchen, ach, die sitzen fest und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ach, wie das knistert, wie das rauscht, wenn sich beim Tanz das Röckchen bauscht. Die kommen jeden Jüngling, riesig apropos, die kleinen Mädel im Trikot. Ja, meine Damen, jetzt geht's wieder zur Arbeit. Also auf Wiedersehen. Meine Damen, Ihre Auftritt. Avanti, avanti. Es bellt. Jetzt kommt mein Schwarm, Miss Mabel. Peggy, silence. Asta, come here. Roxy, attention. Wie sie wieder ausschaut. Tyler, gone. Und wie sie mir anschaut. Miss Mabel, mir scheint, ich follow you. Do you flieg auf me? Do you have rutschen auf me? Well, I don't understand. Miss Mabel, schon der Ton meiner Worte wird Ihnen vielleicht verraten, was in mir vorgeht. Ich bin der Toni Schlumberger, der Sohn vom Erzherzog Karl. Mein Vater kehrt in Wien das Hotel Erzherzog Karl. Jesus, Maria Josef, Sie sind am Ende der Werner? Grüezi, Axel, sind Sie vielleicht gar eine Wernerin? Na, das würde ich glauben, und was für eine. 16. Bezirk, Herr Neuss, Liesel, Burgstall, Panikelgassen, 24, dritter Stock, Tür 12. Eine Wernerin. Dafür muss ich Ihnen ein Busserl geben. Vorsicht! Kusch! Aber lass es nur. Und wenn mir 100 Hunde in die Waden fahren, Miss Mabel, mit Ihnen möchte ich mich möblieren. Daraus wird nix. Hm? Wenn ich auch ein Mädel vom Zirkus bin, so bin ich doch ein braves Mädel. Ich will geheiratet werden. Uigel, gleich heirat? Und fürs ganze Leben? Na, nur bis zur ersten Scheidung. Geht's ernst auf. Ich möchte nicht wissen, was Sie sagen würden, wenn es dann wirklich zur Scheidung kommt. Glaubst du denn, ich werd mich kränken? Glaubst du denn, ich werd dran denken? Oh, mein Schatz, da irrst du dich, aber schon sehr. Niemals kannst du von mir lassen, weinend irrst du durch die Straßen. Wenn du glaubst, mit sowas rührst du mich, mein Schatz, da irrst du dich, aber schon sehr. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Dort hat mich alles gern, dort rufen alle Herren. Ja, hier steht Colombom, Akkesen, Schokolom, Servus, Kisch, Angelom, Servus, Bombom. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Ich fühl so wohl mich dort, das ist mein Sport. Und doch es sich nicht chillern lässt. Wie gern ich fahr nach Pest. Schatz, du wirst dir das nicht antun. Bist du fort, was willst du dann tun? Ohne mich, ich lieb dich fürchterlich, doch du mich auch. Tagelang wirst du dich sehnen, baden wirst du dich in Tränen. Na und wenn, mein Schatz, was glaubst du denn? Mein Schatz, ja glaubst du denn, dass ich dich brauch? Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Dort hab ich alles gern, dort rufen alle Herren. Joje, Stück, Kolombom, Akkesen, Jambolom, Servus, Kischajolom, Servus, Pampom. Wenn du mich sitzen lässt, fahr ich sofort nach Budapest. Ich steh so vor mich dar, das ist mein Sport. Ich war in London, Paris und in Wien, ich kenne auch Berlin und sogar Berlin. Und doch wie sich nicht chillen lässt, wie gern ich fahr nach Pest. Avanti, avanti, Miss Mabel. Sie kommen bald dran, nach Miss Rix. Na, machen Sie sich fertig. Yes, I'm coming. Peggy, Asta, Roxy, Dinah. Come on. Und ich gehe in die Loge. Der russische Philo muss wieder raus. Oh, wenn ich nicht hätte meine Augen überall, es würde sein eine große Durcheinander hier. Pinelli,
Ah, Mr. X sei auch schon fertig. Nun, haben Sie Ihre Geige? Alles da. Sitzt mein Pirot-Kostüm richtig? Ausgezeichnet, Mr. X. Bitte binden Sie mir doch die Maske noch etwas fester, ja? Aber gern, Mr. X. Ist die Gleitbahn kontrolliert? Ja, alles okay, Mr. X. Mr. X, ich gehe jetzt nach Ihrem Pferd schauen. Danke, Pinelli. Mixer, ein Glas Champagner. Ein Glas Champagner, wie immer. Es ist noch Zeit, ich komme noch nicht dran. Noch ist es nicht so weit. Strahlende Licht, wieder hinaus mit frohem Gesicht, grell wie ein Clown, das weiße Antlitz bemalt. Zeig deine Kunst, denn du wirst ja bezahlt. Ist nur ein Gogler, nur ein Spielball des Glücks. Zeig deine Künste, zeig deine Tricks. Du es recht, der Menge winkt dir Applaus. Wenn du versagst, lacht man dich aus. Heute da, morgen dort, was macht es? Heute hier, morgen fort, was macht es? Reicht das Glück dir die Hand? Greift zu, Komödiant. Rasch greift zu, Komödiant. Greift zu. Bitte sehr, Ihr Glas Champagner. Wenn man das Leben durchs Champagnerglas betrachtet, sieht man es strahlen aus Goldpokalen. Ein holdes Bild erwacht, für das man einst geschmachtet. Zwei weiße Arme, ein roter Mund. Und plötzlich leuchten auf des Glases Grund. Zwei Märchenaugen, die ich einmal gesehen, kann nicht vergessen ihren strahlenden Blick, kann nicht ermessen mein verlorenes Glück. Das Märchen, es war einmal. Ob man dem Harlekin sein bisschen Glück gestohlen, wer wird drum fragen, wem darf er's klagen? In die Manege mit dir macht deine Kapriolen. Maskier dein Antlitz und denk nicht dran. Maskier dein Herz, vergiss, was dir getan. Zwei Männer.
zwei Märchenaugen, die ich einmal gesehen, kann nicht vergessen, ihren strahlenden Blick, kann nicht ermessen, mein verlorenes Glück. Das Märchen, es war einmal. Da ist er ja, unser geheimnisvoller Mr. X. Gestatten, Leutnant Peter Petrovic von den dritten Gardehusaren. Mr. X. Dürfen wir Sie zu einem Glas Sekt einladen, Mr. X? Ihre Einladung ist eine große Ehre für mich, Herr Leutnant. Aber ich muss leider dankend ablehnen. Oh, schade. Und Fürstin Palinska hatte den lebhaften Wunsch, Sie kennenzulernen. Fedora Palinska? Ich bitte um die Ehre, der Dame vorgestellt zu werden. Durchlaucht, es ist mir gelungen. Dies ist Mr. X. Wir haben viele interessante Dinge von Ihnen gehört, Mr. X. Ist es wirklich wahr, dass Sie niemandem Ihr Gesicht zeigen? Sie haben recht gehört, Durchlaucht. Und wenn ich Sie bitten würde, heute einmal eine Ausnahme zu machen? Dann müsste ich leider ablehnen. Ja, Zirkus! Aber meine Herren, das geht zu weit. Lassen Sie mich einen kleinen Moment allein. Ich werde die Sache schon in Ordnung bringen. Ich werde ihn fordern. Schon gut, Herr Leutnant. Mr. X, Sie haben mir doch meine Bitte nicht übel genommen. Durchlaucht. Ich danke Ihnen. Darf ich diese reizende Hand küssen? Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Aber ich bin gespannt auf Ihre Produktion in der Manege. Oh, so stolz. Natürlich ein geschminkter Clown, ein maskierter Harlekin. So einer darf die Hand einer so großen Dame nicht küssen. Wenn aber nun so ein Zirkusreiter einmal die Kühnheit hätte, vor Sie hinzutreten und zu sagen, ich liebe Sie. Ja, ganz einfach, ich liebe Sie. Mein Gott, Sie sehen mich doch heute zum ersten Mal im Leben. Wer weiß, vielleicht haben sich unsere Wege schon einmal gekreuzt. Vielleicht habe ich Sie gesehen, in der großen Oper in Paris, in den Spielsälen von Monte Carlo. Vielleicht sind Sie das Schicksal dieses Harlekins, dieses Clowns. Oh. Da bin ich ja plötzlich mitten in einem Roman. Jawohl, mitten in einem Roman. Und wie beginnt dieser Roman? Ich liebe Sie, hat das noch nie Ihr Herz tief verrührt. Ich liebe Sie, hat dabei nie Ihr Herz noch vibriert. Ich liebe Sie. Ein heilig Wort, wer immer es sagt, ob Komödiant, ob großer Herr, das Schicksal nicht fragt. Wie seltsam klingt aus diesem Mund dies Wort an mein Herz, geheimnisvoll, ein fremder Klang voll Glück. Sich weit, süßestes Wunder.
Schnell, schnell, es sei höchste Zeit, Ihr Auftritt. Ich komme. Entschuldigen Sie, Durchlauf. Oh, bitte, Sie müssen ja arbeiten. Ich werde mir Ihre Attraktion von der Loge aus ansehen. Durchlauf, endlich treffe ich. Ja, aber ich wollte gerade... Ich wollte auch gerade. Fedora, seit einem Jahr stelle ich immer wieder dieselbe Frage. Heute müssen Sie endlich Ja sagen. Bitte, sagen Sie Ja. Nein, eher heirate ich einen Zirkusreiter. da rauscht sich hin. Chort, wasch mich, mir das, das mir. Eher einen Zirkusreiter. Schön, wie Sie will. Das soll sie mir nicht umsonst gesagt haben. Aber kaiserliche Hoheit, wollen Sie sich denn nicht die große Nummer von Mr. X ansehen? Ja, richtig, mein lieber Bronislawski. Wo kann ich diesen komischen Hopsasser sehen? In der Loge sitzt ja wieder dieser alberne junge Mann. Bitte hier, Hoheit. George Washington. Da oben im Kuppel steht er und spielt. 30 Meter hoch. Eine sehr hohe Tonlage. Gleich wird er von der Kuppel da oben in die Gleitbahn springen und eine Sekunde später sitzt er auf dem Rücken seines galoppierenden Pferdes. Chort, wasch mich. Eine etwas umständliche Art, auf Pferd zu kommen. Der Kerl ist verrückt. Der springt wirklich. Der kaiserliche Hoheit. Mr. X, seine kaiserliche Hoheit war Zeuge Ihrer Leistung. Also großartig. Wollen Sie mit mir ein Glas Sekt mit Wutgetränke? Gern, Hoheit. Lassen Sie uns bitte allein, lieber Bronislaw. Aber selbstverständlich, Hoheit. Miss Mabel, auf Ihren Platz, Ihre Sehne, los, los. Yes, Mr. Pinelli, I'm here. Peggy, Asta, Roxy, Dinah, let's go. So etwas müssen Sie machen, Mr. X. Hundenummer. Sie sind wirklich ein großer Artist. Sie gefallen mir, wenn Sie auch immer diese schwarze Maske umhaben. Mr. X, möchte Sie zu einem tollen Streich verleiten? Oho. Ja. Habe mir da etwas ausgedacht. Ich werde heute nach Vorstellung hier im Zirkus ein Souper geben für gute Freunde. Lade Sie auch ein. Sehr liebenswürdig, Hoheit, aber... Kein Aber. Sie werden eine Menge reizende Damen kennenlernen. Besonders eine ist darunter Fedora Palinska. Fedora Palinska? Sie sollen ihr Glück bei ihr versuchen. Sie ist reich, irrsinnig reich. Und sie ist frei, ganz frei, junger Mann. Verstehen Sie? Ich werde Sie so einführen, dass Sie reüssieren müssen, sagen wir als... Baron Korossow. Sehr gut, also abgemacht. Abgemacht. Punkt 12 erwarte ich Sie als Baron Korossow oder Graf oder sagen wir gleich Prinz. Au revoir, cher Prinz. Au revoir, mon Altes. Punkt 12 im Frack. Das ist mein Ende. Fast kein Mensch klatscht. Ich werde bestimmt entlassen. Ich komme nicht mit nach Wien. Aber liebe kleine Kollegin, Sie bleiben natürlich auch in Wien bei uns. Lassen Sie mich das nur machen. Ja, oh, Sie sind so lieb, Mr. X. Glauben Sie mir, ich hatte es früher nicht nötig, beim Zirkus zu arbeiten. Mein Papa war Offizier, musste quittieren. Wir hatten nichts zu leben und so kam ich... Auf den Hund. Ja. Trösten Sie sich, kleine Kameradin. Das Schicksal hat soeben seine Launen. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein junger Husarenoffizier, Neffe und Erbe eines der reichsten Fürsten Russlands. Eines Abends erblickte er in der Oper eine Frau, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Er zeigt sie dem Fürsten. Onkel, wer ist diese Frau? Die oder keine?
Am nächsten Tag ist der junge Offizier versetzt in ein schmutziges Grenznest. Die Schöne in der Oper war die Braut des Onkels. Seine Karriere war vernichtet. Er zog in die Welt. Er war ein glänzender Reiter und ging zum Zirkus. Einmal da, einmal dort, was macht es? Heute hier, morgen fort, was macht es? Und so trieb es ihn weiter von Ort zu Ort. Seine Liebe im Herzen und die Sehnsucht nach jener Frau, die da drinnen in ihrer Loge sitzt und sich amüsiert. Die reiche, die glückliche Fürstin Palinska. Und der junge Offizier? Das können Sie sicher denken, Mabel. Ja. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Und die Welt ist groß und schön. Man darf nur nicht zu viel verlangen. Tja, man muss vernünftig sein. Wer wird denn gleich weinen, mein Kind? Mit solchen Augen ist das Weinen eine Sünd. Im Leben gibt's halt nicht immer Sonnenschein, und Sonntag kann auch nicht immer sein. Drum lach nur! Was ihr tut, der meint es mit uns dummen Menschen ja so gut. Ja, ja, der teilt sich schon alles richtig ein. Man darf nur nicht ungeduldig sein. Zum Schluss wird ja Schicksal dich bedrängen, oft mit Sturm und Leid. Lass nur nicht das Köpfchen hängen, Kind, sei doch bescheid. Rosen blühen im Lebensgarten, doch für jedermann. Schicksal mich doch deine Karten, wie es eben kann. Muss halt nur ein bisschen warten, es kommt ein jeder dran. Wer wird denn gleich weinen, mein Kind? Mit solchen Augen ist das Weinen eine Sünd. Im Leben gibt's halt nicht immer Sonnenschein, und Sonntag kann auch nicht immer sein. Drum lach nur und tröste nicht geschwind. Der alte Herrgott, der weiß, was er tut. Der meint es mit uns dummen Menschen ja so gut. Ja, ja, der teilt sich schon alles richtig ein. Man darf nur nicht ungeduldig sein. Zum Schluss wird ja alles wieder gut. Also pass auf, Rosowski. Du gehst jetzt zum Direktor und lässt mir nach der Vorstellung die Gasträume reservieren. Alle Offiziere mit ihren Damen sind eingeladen. Atra, schau her. Der Kaiser von Russland. Also, bereit alles vor, Brzozowski. Wird besorgt, kaiserliche Hoheit. Jäger, das ist ja wirklich eine kaiserliche Hoheit. Ich mache, dass Sie wegkommen. Junger Mann. Schon erwischt. Wie heißen Sie? Vorne heiße ich Toni und hinten heiße ich Schlumberger. Ich bin aus Wien. Der Sohn vom Erzherzog Karl. Was? Der Sohn vom Erzherzog Karl? Ja, das ist doch mein lieber alter Freund. So?
Na, da hat er mir aber gar nichts gesagt davon, der Vater. Wohl inkognito hier in Petersburg, mon Altes. Hm? Mein Adresse? Hotel Metropol, bitte. Ihr Inkognito bleibt natürlich gewahrt. Für mich sind Sie der Herr Schneeberger. Schlumpitschen. Schlumberger oder noch einfacher mein Freund Toni. Ein reizender Mensch, dieser Prinz. Übrigens, mon cher, ich werde Ihnen zur Bewachung 12 Polizeikosaker anweisen. Aber Hoheit, das kann ich ja gar nicht annehmen. Sie sind natürlich heute mein Gast. Und die Dame Ihres Herzens, diese kleine Miss Mabel, selbstverständlich auch. Das ist reizend, Hoheit. Da kommt sie ja gerade mit meinen Offizieren und den kleinen Görlitz. Hoheit hat uns eingeladen heute zum Souper. Oh, wie reizend, euer Gnaden, dankeschön, s'il vous plaît. Auch die kleinen Zirkusdamen lade ich alle ein. Sie sind das Schönste vom Programm. Das Allerschönste vom Programm. Sind sie nicht reizend, die kleinen Dinger, den ganzen Zirkendanz zu sehen. Sie wickeln alle uns um die Finger, wenn sie uns in die Augen sehen. Wer mit uns das Spiel beginnt, glaubt, dass er ein Herz gewinnt und verliert den Kopf. Wir kleinen Mädels im Trikot, ja, ja, wir sind schon einmal so. Wir sind schon so, wie seine Brötchen, auf die Sitze fällt und drunter nur ein Hauch von Spitzenwäsch. Ach, wie das knistert, wie das wenn sie beim Pass das Röhrchen macht. Sie wollen ihren Ding, wie sie auch nur so die kleinen Mädchen Vorstellung scheint aus zu sein, man strömt schon hinaus. Kaiserliche Hoheit, der Gästeraum ist hergerichtet. Danke, danke, lieber Brunislavski. Wenn ich die Herrschaften bitten darf. Fedora, da sind Sie ja. Ja, da bin ich, Kaiserliche Hoheit. Fedora! Kaiserliche Hoheit, was haben Sie auf dem Herzen? Fedora, war Ihre Absage vorhin Ihr letztes Wort? Mein letztes. Gut, wie Sie wollen. Darf Sie dann wenigstens bitten, heute hier im Zirkus mein Gast zu sein? Aber gern, Kaiserliche Hoheit. Wenigstens etwas. Kommen Sie jetzt bitte mit mir in den Gästeraum. Aber ich sage Ihnen, Fedora, auch Ihre Stunde wird einmal schlagen. Vielleicht, mein Prinz, vielleicht. Einmal schlägt nach meiner Stunde. Einmal kommt für mich auch der Tag, wo ich noch brenne. Dieser Mr. X oder Prinz Korossow, wie er sich jetzt nennt, ist immer noch nicht da. Vielleicht hat er das sich überlegt, Kaiserliche Hoheit. 9, 10, Bube, Dame, 11, 12.
Prinz Korossow. Na, endlich. Schön, dass Sie Wort gehalten haben, Mr. X, Prinz Korossow. Wie gefällt Ihnen, Fürstin? Hoheit, ich bin berauscht. Wenn Sie wollen, ist diese Dame in 6 Wochen Ihre Frau. Meine Frau? Na, lassen Sie mich das Spielchen nur machen. Es steht jetzt schon 6-1 für mich. Hoheit, ich bitte Sie, mich vorzustellen. Aber gern. Fürstin, das ist mein Freund Prinz Korossow. Freut mich sehr, Hoheit. Das Vergnügen dieser Augen sah ich einmal, weiß nicht wo und wann. Das ist sehr leicht möglich, denn ich reise ja so viel, bin täglich heut früh hier und morgen Nizza oder Barcelona. Wer einmal diese Augen sah, weiß nicht, wie ihm geschah. Vergessen kann er nimmer ihre Glut. Wie einmal dieses Glück gönnen, nimmer mehr im Leben davon los. Nun, Champagner! Ein Glas für den Prinzen Korossow! Prosit! Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, in 6 Wochen an meinem Namenstag alle meine Gäste zu sein? Die Nacht erwacht, strahlend in Lichterpracht, 12 schlug die Uhr um Mitternacht. Heisa, die Nacht ist da, bald ist das Glück hier nah. Sag nur zum Leben fröhlich ja. Lüste, Lach und total vergisst alles, was meins gewesen ist. Juppla, Josephinchen, Juppla, tanz mit mir. Sei wohl mein Cousinchen, bin dein Kavalier. Mein Kavalier, wollen wir tanzen, bis die Sonne lacht. Mein Kavalier. In 6 Wochen auf Wiedersehen. Graf Sass Cousin und Gemahlin, nebst Sohn und Tochter. Fürst Dragomirski, General Brodikow. Graf Baranowitsch, Leutnant von Petrovic. Baron Razumovski und Gemahlin. Meine verehrten Gäste,
Ich danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung vor 6 Wochen alle Folge geleistet haben. Sie wissen, auf meinen Festen gibt es so nebenbei immer kleine, pikante Sensationen. Sie werden auch heute an meinem Namenstag auf Ihre Rechnung kommen. Ich verspreche Ihnen eine entzückende Komödie. Sie erinnern sich ja alle noch an unser lustiges Zirkus-Souper. Das war der erste Akt. Heute sollen Sie den zweiten miterleben. Oh, das ist ja was. Sehr neugierig. Kolossal neugierig, kaiserliche Hoheit. Ihre Durchlaucht Fürstin Fedora Palinska. Ah, die Hauptdarstellerin meiner Komödie betritt den Schauplatz. Schöne Fedora, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Hat Ihr kleines, knuspriges Herzchen nun endlich gesprochen? Ich glaube ja. Ich weiß zwar nicht, ob Russland mit meinem Herzen zufrieden sein wird, ich weiß nur so viel, dass ich sehr, sehr glücklich bin. Kaiserliche Hoheit, der Tanz kann beginnen. Fedora, darf ich? Danke, Hoheit. Graf Sanskusi. Führen Sie mich in den Tanzsaal. Oh, durchlaufen. Brusowski, hast du das gesehen? Sie schlägt mich aus. Mich schlägt sie aus. Schort, wasch mir das, das mir. Sie ist eben verliebt, kaiserliche Hoheit. Und wir alle wissen, in wen. Verliebt? Sehr gut ist das. Je verliebter, umso besser. Prinz Korossow! Und jetzt kommt der Held meiner Komödie. Da ist der in großer Husarenuniform. Liebster Freund, sind Sie mir 1000-mal gegrüßt. Hoheit, verzeihen Sie meine Verspätung, aber... Ich weiß, Sie waren verhindert, wie jeden Abend um diese Zeit. Zzzzt, bumm, schon im Sattel duscht. So ist es, Hoheit. Da kommen die Herren Offiziere. Meine Herren! Sie alle kennen ja den Prinzen Korossow. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Meine Herren, sind wir echte Husaren? Jawohl, Kaiserlichkeit. Leutnant Petrovich, was tut ein schneidiger Husarenoffizier, wenn er einen Korb bekommt? Er revanchiert sich. Bravo! Und ich werde mich heute nach altem, echten Husarenbrauch revanchieren. Und zwar nicht zu knapp. Wir sind gespannt, Hoheit. Hoheit. Den Reitersmann, den Schneidigen, darf keine Frau beleidigen. Er weiß sich zu verteidigen, freudigen Herzens überall. Mit teuflischer Verwegenheit ergreift er die Gelegenheit, um ihren Stolz zu beendigen seine Qual. Der Husar, ist so mit noch wie ein Paar. Er sagt stets, Mädel, gib acht, schließt der Fenster heute Nacht. Mädel, gib acht, wenn der Mond ins Zimmer lacht. Heut droht Gefahr, es kommt der Husar. Pack dich mit starken Armen, der Husar kennt kein Erbarmen. Mädel, gib acht, lass die Tür nicht offen stehen. Mädel, gib acht, denn sonst ist um dich geschehen. Hast mich verlacht, rasend gemacht. Mädel, gib acht heute Nacht. So macht's der Martialische, der starke Infernalische, um Rache nie verlegene, stets verwegene der Husar. Er sagt zu dieser Reisenden, kopett sich immer spreizenden, mit kaltem Herzen lachenden, blutend fachenden Damenschar. Der Husar, ist so mit noch wie er war. Er sagt stets, Mädel, gib acht, schließt der Fenster heute Nacht. Mädel, gib acht, wenn der Mond ins Zimmer lacht. Heut droht Gefahr, es kommt der Husar. Pack dich mit starken Armen, der Husar kennt kein Erbarmen. Mädel, gib acht, lass die Tür nicht offen stehen. Mädel, gib acht, denn sonst ist's um dich geschehen. Hast mich verlacht, rasend gemacht. Mädel, gib acht, heute Nacht. Lass die Tür
nicht offen stehen. Wäre die Wahl, denn so ist's um dich geschehen. Hast dich verlassen. Meine Herren, Kaiserliche Hoheit, Zielrichtung der Tanzsaal. Jawohl, Kaiserliche Hoheit. Weggetreten. Mein lieber Mr. X, Prinz Korosow, dort kommt die Fürstin. Ich gehe, spielen Sie Ihre Rolle gut. Hoheit sollen keinen Grund zur Klage haben. Oh, Prinz Korosow. Fedora, darf ich Sie um den nächsten Tanz bitten? Nein, lieber Prinz, nicht eher, bis Sie mir endlich sagen, wo Sie seit 6 Wochen täglich diese eine geheimnisvolle Stunde am Abend zubringen. Sie reiten vormittags mit mir aus, wir dejeunieren zusammen, wir gehen in die Oper und plötzlich gegen 9 Uhr werden Sie ungeduldig und schon sind Sie fort. Immer diese eine Stunde. Was machen Sie in dieser einen Stunde? Große Sprünge. Mein Gott, eine Stunde, was kann man da schon für große Sprünge machen? Apropos große Sprünge, denken Sie sich, dieser Mr. X aus dem Zirkus Bronislawski, ja? Er schickt mir noch immer täglich Rosen. Unerhört. Sind Sie eifersüchtig auf diesen Mr. X? Rasend. Aber, wie können Sie? Ich bin wirklich nicht neugierig auf das Herz eines Zirkusreiters. Man hat hierzulande überhaupt sonderbare Begriffe von der Liebe. Oh, ich glaube, die Liebe ist doch überall gleich. Ob man nun sagt, je t'aime oder I love you oder io t'amo. Es heißt immer nur, ich liebe dich. Es wird überall nur anders ausgesprochen. Mein Darling, muss es sein.
Werden Sie jetzt mit mir tanzen, Fedora? Bitte. Ich muss mir diesen Mr. X noch einmal ansehen. Sie werden mich in den Zirkus begleiten. Muss das sein, Fedora? Ich... Aber warum sind Sie auf einmal so verwirrt? Fedora, in Ihrer Nähe muss jedermann verwirrt werden. Kommen Sie, tanzen wir. Sehr gut. Meine Herren Kosaken, möchten Sie mir nicht endlich sagen, was das zu bedeuten hat? Einladung! Russische Einladung, Väterchen! Ah, meine Kosaken! Oh, Hoheit! Und der Sohn vom Erzherzog Karl der Toni! Meine Gehorsamskessel der Hoheit! Gas unbeschädigt abgeliefert! Gut, marschieren Sie zurück! Abteilung! Gerd! Marsch! Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leibwache im Hotel Metropol? Ich bin direkt gerührt von so viel Huld, Hoheit. Nix, Hoheit. Hm? Warum diese Förmlichkeit? Dein Vater und ich, wir haben uns immer geduzt. Wirklich? Rosowski! Kaiserliche Hoheit! Wutki, Champagner! Sofort, Kaiserliche Hoheit! Mein Gott, was haben wir zusammen gebummelt, dein Vater und ich. So? Da hat er mir aber nie was davon gesagt, der Vater. Wodka und Champagner, Kaiserliche Hoheit. Danke. Also, lieber Freund, keine Umstände. Erst einen doppelsteckigen Wodka. 1, 2, 3, Ex. Ex? Hm. So. Hoheit, das ist wohl Ihre Geheimwaffe, hm? Ist gut, nicht wahr? Sehr gut. Nur 96%. Ui. Jetzt ein großes Glas Champagner. 1, 2, 3, Ex. Schon wieder Ex, Allmächtiger. So. Das kühlt. Und nun zum Schluss noch einmal einen doppelstöckigen Ex. Schon wieder Ex, ui. Sehen Sie, ich gewöhne mich schon langsam dran. Sehr gut, der Doppelstöckige. Ich sehe Hoheit bereits doppelt. Und nun russische Bruderschaft. Küss mich! Moment, Moment. Könnte ich nicht vielleicht doch lieber einen Doppelstöckigen haben? Jetzt komm! Ui, bitte sehr. Es ist geschehen. Hm? Jawohl, Hoheit. Was heißt Hoheit? Hm? Jetzt sagen wir du. Für ewig, Toni. Vladi. Miss Mabel Gibson. Mein Mäblement ist da. Grüß Gott, Hoheit. Oh, ja. Mein kleines Fräulein, sehr lieb von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Oh, kaiserliche Hoheit. Ah, da ist ja auch der Herr Schlumberger. Ja, bitte. Schlumberger? Du willst doch bei ihr inkognito bleiben. Nur freilich will ich mit dir da bleiben. Das ist sehr lustig. Aber jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Es gibt heute hier noch eine bekannte Sensation. Also au revoir. Bis nachher. Na, au revoir. Also ich komme mir vor wie in einem Märchenschloss. Ich bitte, Herr Toni, zwicken Sie mir ein bisschen, damit ich Sie aber nicht am Ende träume. Na, ich glaube, dieser Zwick hat gar keinen Zwick. Ein Busserl wäre da viel geeigneter. Nein. Gebusselt wird bei mir erst nach der Hochzeit. Aber Frau Möbel, seien Sie nicht immer so unromantisch. Gibt es etwas Schöneres, als wenn zwei Menschen so Hand in Hand im Sonntagsgewand naus vorn aufs Land? Der Frühling sendet seine Düfte. Man nimmt sein Mädel um die Hüfte. Der Zephyr säuselt husch, husch, husch. Die Nachtigall singt im Gebüsch. Die Lämmchen grasen auf der Flur. Der Schäfer träumt von Liebe nur. Von Küssen und etc. Mit einem Wort, der Lenz ist da. Wieder blüht die Primel, wieder strahlt der Himmel. Land der liebe Lenz. Wieder sieht man Kosen, Schmetterling und Rosen. Kennst du nicht des Lenzes Konsequenz? Fröschlein selbst im Tüpel, jeder alte Gipfel freut sich mit des Frühlings Hauch. Sucht mit seinem Schätzchen sich ein stilles Plätzchen. Was der Gimpel kann,
das kann ich auch. Liese, Liese, komm mit mir auf die Wiese, grad auf diese Wiese möchte ich hin mit dir. Liese, Liese, weißt du, warum auf diese, diese Wiese ist so wunderschön grün. Dort setzen wir uns ein Weilchen hin, dort, wo die Veilchen blühen. Liese, Liese, komm mit mir auf die Wiese. Liese, Liese, lass dich doch nicht so ziehen. Winter ist gewichen, Bänke frisch gestrichen, laden dich zum süßen Schmachten ein. Und man führt sein Liebchen aus dem dumpfen Stübchen in die frische Luft zum Stelligein. Durch die grüne Heide gehen verliebt sie beide, traumverlorenen Welten trügt. Zärtlich schlägt die Fachtel, er kriegt eine Dachtel, weil er sie hat in den Arm gezwickt. Liese, Liese, komm mit mir auf die Wiese, grad auf diese Wiese möchte ich hin mit dir. Liese, Liese, weißt du, warum auf diese, diese Wiese ist so wunderschön grün. Dort setzen wir uns ein Weilchen hin, dort, wo die Veilchen blühen. Liese, Liese, komm mit mir auf die Wiese. Liese, Liese, lass dich doch nicht so bitte komm schon, lass dich doch nicht so ziehen. Rosowski, bald kommt die große Szenenaffäre meiner Komödie. Wie meinen, kaiserliche Hoheit? Ich habe der Fürstin einen Brief in die Hand gespielt, einen herrlichen, ausgeklügelten Brief. Politische Gründe zwängen den Zaren, eine Eheschließung der Fürstin zu beschleunigen. Er wird ihr den Mann seiner Wahl morgen vorstellen. Ist doch klar und deutlich, was, Brusowski? Großartig, kaiserliche Hoheit. Ich habe ihr gesagt, dieser schreckliche Brief könnte ja schon zu spät gekommen sein. Und sie wären dann eben schon verheiratet. Verheiratet mit einem Mann, den sie wirklich liebt. Sie könnte dann gleich hier in meiner Hofkapelle getraut werden. Heute noch. Ich habe nämlich schon alles vorbereitet, Brusowski.
Pope, Brautjungfer, alles da. Und die Fürstin? Ach, sie hat doch nur Augen für diesen Hopsasa, diesen Mr. X, den falschen Prinzen Korossow. Sie wird ihn heiraten. Oh, sie wird. Wir haben sie in der Falle. Sie glaubt, einen Prinzen zu heiraten und bekommt einen ganz gewöhnlichen Zirkusreiter. Oh, sie wird sich herrlich blamieren. Aber kommen Sie, Prosowski, wir wollen unser Publikum langsam auf große Szene vorbereiten. Was ist geschehen, Fedora? Sie erhalten einen Brief und laufen mir davon? Ist etwas passiert? Ha, nicht der Rede wert. Der Zaun will mich wieder ein bisschen verheiraten. Und was wollen Sie tun? Ja, heiraten. Ich werde morgen bei der Audienz sagen, Majestät, Ihr Brief kam zu spät. Ich habe schon geheiratet. Voilà. Fedora, Sie wollen wirklich... Ja, ich will. Aber es gibt noch ein kleines Hindernis. Der Mann, den ich gewählt habe, weiß noch gar nichts davon. Sie haben bereits gewählt? Ja, wenn ich in einer Viertelstunde heiraten will, ist es höchste Zeit, mich zu verloben. Ha, ich weiß, wer es ist. Nun, wer? Ach, dieser Prinz. Ja, ein Prinz. Dieser Prinz Wladimir. Entschuldigen Sie, Fedora, aber ich finde diesen Herrn ausgesprochen unsympathisch. Oh, mir ist dieser Prinz sehr sympathisch. Liebt er Sie denn überhaupt? Das weiß ich noch nicht. Das wissen Sie noch nicht? Er wird es mir aber gleich sagen. Also dann sage ich Ihnen, er liebt Sie nicht, er kann Sie gar nicht lieben. Oh, doch, jetzt weiß ich es, dass er mich liebt. Er liebt mich sogar sehr. Er zerspringt vor Eifersucht. Das geschieht ihm recht. Aber wie wollen Sie es denn machen, Fedora, wenn er noch gar nichts weiß? Ganz einfach. Ich werde seinen lieben, dummen Kopf nehmen, so wie ich jetzt den Ihren nehme. Wie? Und ich werde ihm in die Augen schauen, so wie ich jetzt in Ihre Augen schaue. Ja. Und dann werde ich ihn küssen und küssen, bis er begriffen hat. So, so und so. Fedora, jetzt hat der Herr begriffen. Langsam, aber sicher. Süßeste von allen Frauen, könntest du ins Herz mir schauen? Der Blick deiner Augen. Liebste, wenn ich esse dein eigen, dann will ich das Glück dir zeigen. Tausend Lieder klingen, alle Englein singen, ringsertönes Prinz Korossow. Ja, Hoheit? Was habe ich da eben gesehen? Mr. X und die schöne Fedora eng umschlungen? Es ist also soweit? Ja, Hoheit. Aber ich kann die mir zugedachte Rolle leider nicht zu Ende spielen. Aha. Ich war damals gekränkt durch die schroffe Zurückweisung, die mir die Fürstin widerfahren ließ und toll verliebt. Aber es ist eine Wendung eingetreten. Sie liebt mich.
Na, und? Und Ihre Liebe ist heute bedrückender für mich als Ihre Verachtung von damals. Schön, bitte. Wenn Sie nicht wollen, dann ist Fedora eben morgen die Braut eines anderen. Es gibt kein Zurück. So? Dann stelle ich eine Bedingung. Fedora muss unbedingt erfahren, wer ich wirklich bin. Sie werden alles klarstellen. Aber das eine sage ich Ihnen, Hoheit. Wir beide sind noch nicht fertig miteinander und vielleicht erhält Ihre Komödie eine ganz andere Pointe, als Sie es sich träumen lassen. Au revoir, Hoheit. Was meint er da, der Kerl? Andere Pointe? Ach, was. Alles in Ordnung. Ich werde ihr alles sagen. Aber wann, das ist meine Sache. Brusowski! Hoheit? Sind die Zirkusleute versammelt? Sie warten unten an der Treppe auf das Zeichen. Sehr gut. Dann lass jetzt den Hochzeitszug in die Kapelle führen. Sehr wohl, kaiserliche Hoheit. Lieber Vladi, entschuldige, wenn ich dich störe. Aber du musst mir einen Gefallen tun, ja? Mit Vergnügen. Du, wie ich eben hörte, wird da drinnen in der Kapelle gleich geheiratet. Sag einmal, könnte man bei dieser Gelegenheit nicht auch ein bisserl mitheiraten? Schort, wasch mich! Doch nicht etwa dein kleines Zirkuslösönchen. Erraten. Was wird Papa dazu sagen? Der Papa sagt nichts. Der hat auch nichts zu sagen. Aber die Mama, die will partout, ich soll die Tochter vom König von England heiraten. Aber im Vertrauen gesagt, weißt, sie ist mir viel zu dick. Und außerdem hat sie eine Gspusi mit dem Sohn vom römischen Kaiser. Ich verstehe kein Wort. Aber wie du willst, ich gebe dir nur einen Rat. Heirate das Mädel morganatisch. Morgen nach Tisch? Morganatisch. Zur linken Hand. Rotes Blut, blaues Blut. Das gibt die schönsten violetten Kinder. Sehr gut. Ein reizender Mensch, dieser Prinz. Ja, was ist denn mit Ihnen, Herr Toni? Sie lassen mich ganz allein. Fräulein Mabel, Miss Liesel, wissen Sie, was da drin in der Hauskapelle geschieht? Es wird geheiratet. Liesel. Was, es ist ja sehr traurig, dass du absolut geheiratet sein willst. Aber wisse denn, Geliebte meiner Seele, mein Freund, der Prinz, hat schon alles arrangiert. Der Pope da drinnen wird uns nach dem anderen Paar ganz im Geheimen trauen. Toni! Ach, schau, Liesel, Paar Nummer 1 ist bereits getraut. Das Brautpaar kommt bereits aus der Kapelle. Ist das schön, die Brautjungfern und die vielen Uniformen. Komm, der Pope ist gerade in der Übung. Schnell, er ist hinter dir zumacht. Verehrten Damen und Herren, ich habe mir für den heutigen Abend etwas ausgedacht. Fürstin Fedora, Sie schwärmen ja so für Zirkusluft, für Manegeduft, nicht wahr?
Ich habe mir deshalb erlaubt, auch den Zirkus für heute Abend einzuladen. Oh, kaiserliche Hoheit! Zirkus Bronislawski willkommen. Fürstin, meinen Glückwunsch und als Hochzeitsgabe dieses interessante Bild, was die Herrschaft vom Zirkus mitgebracht haben. Sie sehen hier den Helden, den Meister aller Tricks, den größten Zirkuskünstler. Das ist ja Mr. X. Was für eine Scherze, was für das Bild. Sie ahnen nicht, wohin das zielt? Signor Pinelli, klären Sie Ihre Durchlaucht freundlichst auf. Durchlaucht, die ganze Sache ist weiter nichts als eine kleine Scherz von seiner Hoheit. Wie Sie können feststellen, sind Ihr Gemahl und dieser Mr. X ein und dieselbe Person. Was soll das heißen, kaiserliche Hoheit? Sehr einfach, schöne Fedora. Der ganze Prinz ist weiter nichts als ein Zirkusprinz. Ich gratuliere, Zirkusprinzessin. Eine sehr vornehme Revanche, das muss ich sagen. Das war ich meiner Gesundheit schuldig. Und Sie, Mr. X, was haben Sie mir zu sagen? Was hat man Ihnen für den reizenden Spaß geboten? Nun, was können Sie mir antworten? So sagen Sie doch, was Sie der Fürstin sagen wollten. Ich liebe dich, ein heilig Wort, wer immer es sagt. Ob Komödiant, ob großer Herr, das Schicksal nicht fragt. Ich liebe dich, was auch geschah. Bist vor der Welt und bist vor Gott nun mein. Sie irren, mein Herr. Gehen Sie, gehen Sie. Man wartet auf Sie in der Manege. Kaiserliche Hoheit, Sie haben recht, mir diese Lektion zu erteilen. Sie werden mich vor diesem Herrn zu schützen wissen. Ja, fahren Sie mit Ihrem Zirkus nach Wien. Ziehen Sie die Uniform wieder aus. Ihr Kostüm passt besser zu Ihnen. Ob Kostüm, Uniform, was macht es? Offizier, Komödiant, was macht es? Was man ist, was man war, selbst erfreut zu sein, wird ein Narr, wenn das Leben will. Kameraden, Fedja Palinski steht vor euch. Nein! Fedja Palinski war auch so ein Prachthusar, strotzend die Uniform von Gold. Hat manche tolle Nacht Jubel verspielt, verlacht. O Frau Fortuna war ihm hold. Bis jene Dame kam, die ihm das letzte nahm, sie war's, an der sein Glück zerschellt. Zog den Rock dann aus und mit der Pracht war's aus. Fort ging es in die Zirkuswelt. Juppla, stolze Dame, Juppla, kennst du mich? Was aus mir geworden, wurde ich nur durch dich. Ja, ich bin Palinski, dem das Glück zerschellt. Wer für mich hinaus muss in die weite Welt.
Hallo, Gepäckträger. So, da wären wir im schönen Wien-Kaiser, Johai. Zwei Wochen später als der Zirkus. Das alles nur, damit der Skandal mit diesem Mr. X endlich ein Ende hat. Da sehen Sie, Fedora, da hängt schon ein Plakat. Zirkus Brunislavski. Die große Sensation, der springende Prinz. Todessprung aus Zirkuskuppel. Unerhört. Seit einer Woche schon bruskiert er sich hier in Wien in der unverschämtesten Weise. Aber lassen Sie nur, ich spiele noch meinen Trumpf aus. Gepäckträger! Nicht schön, euer Gnaden. Hier das Gepäck und einen Wagen zum Erfecht zu Karl. Sofort, euer Gnaden. Da sehen Sie am Kiosk die Journale, die Überschriften. Fürstin Fyodora Palinska, die Zirkusprinzessin. Schort, was mit? Aber Hoheit. Pardon. Es muss etwas geschehen. Ich trage ja schließlich seinen Namen. Na Gott sei Dank nicht mehr lange, Fedora. Ich bin ja so glücklich. Ich werde gleich von hier aus telefonieren und unsere Verlobungssuppe im Erzherzogkarten. Hotel Erzherzogkarl, Empfangshalle Oberkellner Pelikan. Bitte wer? Ich verstehe Sie nicht, denn Sie müssen lauter sprechen. Lauter! Oh, kaiserliche Hoheit. Zu Befehl, kaiserliche Hoheit. Ein Souper, kaiserliche Hoheit. Zu Befehl, kaiserliche Hoheit. Hab acht, kaiserliche Hoheit. Ach so, der hat ja schon abgehängt. Moment mal, das ist ein Souper für zwei Personen für heute Abend. Böff à la Stroganoff, Tisch 12. So. Herr Pelikan, die Gnädige hat schon dreimal nach Ihnen gefragt. Ja, ja, das ist ja schon gut, du Lausbuhr. Sicher, wie Sie mir gratulieren zu meinem Jubiläum. Heute sind es gerade 40 Jahre her, wo ich als Piccolo hier angefangen habe. Hey, der Maxl! Der Junge, hört der Herr Domi. Maxl, geh sofort zu der Dame auf Nummer 16 und bring ihr ein Stück Linzertorten. Bitte sehr, bitte gleich. Die Dame mit den Hunderten auf Nummer 16. Ja, ja, ja. Da geh ich für mein Leben gern. Na, überhaupt der Zirkus. Also geh schon. Ein Linzertorten, bitte sehr, bitte gleich. Du, Pelikan. Ja. Ich hab was auf dem Herzen. Sie müssen mir helfen. Kennen Sie die Dame auf Nummer 16 im zweiten Stock? Ach, die Miss Mabel Gibson, ja. Die gefällt Ihnen wohl. Ärger. Möchten Sie es vielleicht gar heiraten? Noch Ärger. Wieso, was denn? Ich hab sie schon geheiratet. Was? Eine vom Zirkus? Ja, das ist der schwarze Punkt bei Ihnen. Na, da wird die Frau Mama eine Riesenfreude haben. Ist es unter Herr Papa und Gott. Die Papa nehme ich ja auf mich. Aber die Mama, ja. Pelikan. Lieber Pelikan, die Mama müssen es auf sich nehmen. Ja, da ist er doch, der Herr Pelikan. Frau Schlumberger. Warum ist denn der Tisch für Mr. X so nicht hergerichtet? Frau Schlumberger. Ruhe! Jetzt red ich. Ein Kaiser, ein König, nein, das ist ein Prinz, ein Prinz, Sergius Wladimir aus Petersburg und seine Verlobte Fürstin Palinska haben sich angemeldet. Was? Ein Prinz? Und das sagen Sie mir erst jetzt, ja, Pelikan. Sie sind auch nicht mehr der Alte. Also, gehe Frau, wenn man sagt, Sie sind nicht mehr der Alte, so heißt das, Sie sind nicht mehr der Junge. Und gehe Frau, wenn Sie so zu mir sprechen, und gerade heute, und vor 40 Jahren, da bin ich hier eingetreten. Was? Schon wieder 40 Jahre? Ha, wie die Zeit vergeht. Ich war damals ein entzückender Jüngling. Nein, Pelikan, ja. Ja, und Sie waren so ein kleines Wutzerl. Auf alle Viere sind Sie herumgerochen. Hinten ist Ihnen das Hemdl immer aufgegangen. Geht's, Pelikan? Naja, ich hab's ja alle weil, hab's wieder zugemacht. Pelikan. Ah, ja, ja. Wie ich dann mit 17 unglücklich verliebt war, wissen Sie noch in den jungen Baron Burgstaller?
Leutnant war er bei den Elferdragungen. Ja, ja, aber seinen Eltern hat's nicht gepasst, dass ich nur eine Wirtstochter war. Na, da war's halt nix. Hab ich heute einen Schlumberger geheiratet. Ja, wie dann der Toni kam. Apropos, wo ist denn der Toni? Ja, der ist, vielleicht ist er bei der Hundedame, wie sie auf Nummer 16. Ah, wieder bei der vom Zirkus. Ja, fällt mir aber schon langsam auf. Wird jetzt alles anders werden, wenn er heiratet. Was? Soll er... Ja, ich werde ihn verheiraten mit der Leni vom römischen Kaiser. Nein, aber die Frau, der Herr Toni, der ist ja schon... Was ist er? Nein, ich meine, der Herr Toni ist ja schon in dem Alter, wo er verheiratet sein könnte. Na und, was ist? Schauen Sie, Frau, das ist so wie mit einem Dings. Nicht? Das, so ein junger Mann, der ist auf der Reise, nicht? Und das ist im Fahrt und sie macht ihm einen Zirkus. Und sehen Sie, das ist der dunkle Punkt. Ja, sagen Sie, was reden Sie denn da für einen Blödsinn, Pelikan? Fährt mal selbst mit dem Toni reden. Ich gehe jetzt in die Küche. Und wenn es da nicht klappt, dann schmeiß ich euch aber alle raus. Ah, der Herr Mr. X, schaust du den? Ist für meine Abreise alles vorbereitet, ja, Pelikan? Ja, das ist alles in Ordnung, Mr. X. Also, morgen geht's wieder weg von dem schönen Wien. Merkwürdig. Es gibt Städte, in denen man gern ankommt und ungern wegfährt. Und dann gibt's Städte, wo man ungern ankommt und gern wieder wegfährt. Ja, ja. Und in Wien möchte man am liebsten beim Wegfahren erst ankommen. Nimmt man Abschied von dieser Stadt, die so ganz was Besonderes hat, ist entschwunden sie längst im Blick, bleibt stets ein Stück vom Herzen zurück. Alles winkt uns so freundlich zu, der alte Steffel ruft Servus du, und draus in Gersthof singt man beim Wein. Ich möcht so gern einmal in Grinzing sein. Wo ist der Himmel so blau wie in Wien? Wo ist die Luft so schön lau wie in Wien? Wo gibt's so süße, herzige, gewisse Männer und Frauen wie in Wien? Wo ist so lustig, so leicht noch das Blut? Wo ist so süffig der Wein und so gut? Wo blut man gar so viel Rümpfen die Nasen und Schimmel auf mein goldiges Wien, auf mein Wien. Pelikan! Ja, Toni? Pelikan! Sag's, was hat dir die Mama gesagt? Da schau ja, mein Herr Sohn. Ja, und im Frack. Na, wo geht denn der Junge ja heute Abend hin? Ach, Mama, ich wollte ein bisschen. Er wollte ein bisschen. Ja, der Zirkus wird heute nicht gegangen, verstanden? Ach. Ja, wir haben da heute ein sehr feudales Souper. Da wirst du servieren, Toni. Ich? Das bitte keine Widerrede. Dass der Servietten und den Bleistift hinterm Ohr, der Kellner ist fertig. Wenn du deine Sache gut machst, dann kannst du dir von mir was ausbitten. Ja, was du willst, Toni. Was ich will, Mama? Na, wenn ich sag. Pelikan ist Zeuge. Alles, was ich will. Maxl. Bitte sehr, bitte gleich. Hol mir sofort die Dame von Nummer 16. Ich fliege. So, Pelikan, jetzt bin ich zu eurem Fähig. Ja, was hast du denn? Liebe Mama, Mamachi, Frau Mutter, ich habe mal was aus Russland mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Ein bisschen Schnee.
Ein Schnee? Bitte, Pelikan, Pelikan, komm, sehr, sagen Sie es. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Liebe Mama. Aber jetzt. Hochverehrte, gnädige Frau. Ja. Indem, dass es heute 40 Jahre sind. 40? Ich traue mich auch nicht. Aber kennst du, kennst du. Aber ich traue mich. Marant Josef. Gnädige Frau, Ihr Herr Sohn und ich, wir haben uns sehr lieb. Jesus, eine vom Zirkus. Der schwarze Punkt. Ja, vom Zirkus. Aber deshalb war mein Papa doch der Baron Burgstaller und Major bei den Elferdragonern. Was? Sie wären die Tochter vom Leutnant? Vom Major Burgstaller? Ja, ja, sowas. Na, lassen Sie sich mal anschauen, Kind. Deshalb waren Sie mir auch gleich so sympathisch. Die Tochter vom Burgstaller? Na, dieselben lieben Augen wie Ihr Vater. Sie haben Papa gekannt? Ja, es hat nicht viel gefehlt. So wäre seine Tochter der Sohn von der gnädigen Frau geworden. Na, seid ihr am Ende gar so gut wie verlobt? Nein, sie sind so schlecht wie verheiratet. Jetzt ist raus. Also wisst's, Kinder, eigentlich sollte ich euch ja beim Schopf nehmen. Aber ich bin schon einmal eine so unmoderne, närrische Frau. Ich glaube, dass es da droben einen Herrgott gibt, der alles so schön arrangiert, wie es ihm passt. Wenn der aus euch ein Paar machen will, tja, was kann da die Frau Carla Schlumberger, geborene Dampfinger, dagegen tun? Ich weiß, was es heißt, verzichten müssen. Und wenn der Herrgott einmal Ja gesagt hat, da dürfen wir Menschen nur mehr Amen dazu sagen. Der alte Herrgott, der weiß, was er tut. Der meint es mit uns dummen Menschen. Ja, so gut. Ja, ja. Der teilt sich schon alles richtig ein. Man darf nur nicht ungeduldig sein. Zum Schluss wird ja alles wieder gut. Ich danke dir schön, Mutterl. Und jetzt kommt's mit. Ja, wohin denn? Ans Buffet? Ich will halt was vorservieren, dass die Frösche's fliegen. Jesus, was ist denn da los? Also nichts ist in Ordnung überhaupt. Herr Billiker. Ja, was ist denn? Der Prinz aus Petersburg und die Fürstin Balinska sind schon da. Jesus, mein Josef, guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Guten Abend. Bitte Platz zu nehmen, kaiserliche Hoheit. Danke. Hoffentlich zieht es hier nicht. Kann nämlich keinen Zug vertragen. So, mein Lieber, lassen Sie gleich servieren, bitte. Herr Schlumberger Junior. Bin schon da. Also passen Sie auf, Herr Toni. Jetzt können Sie an dem Tisch da zeigen, dass Sie was gelernt haben. Den Sekt habe ich schon hingestellt. Staunen werden Sie, Herr Pelikan. Warum bleibt das zu bin? Hier ist es, der Prinz, der Vladi. Herr Pelikan, ich bin zum Mäus in der Welt. Servieren Sie. Ich kann nicht. Ja, so schön kann man es geben. Schon her. Ja, so ist es. Also, die Herrschaften, bitteschön. Die Suppen. Ja, danke. Oh, wen sehe ich denn da? Ist das nicht... Natürlich! Der Sohn vom Erzherzog! Hat mich schon. Komm her, alter Freund! Ja? Komm her. Weißt du, ich bin nämlich inkognito da. So wie du damals in Petersburg. Verlobungssouper. Die Fürstin ist meine Braut. Na, aber Hoheit. Hat durchlaucht. Schon wieder frisch verlobt. Du wirst natürlich mit uns sopieren. Oder wenigstens ein Glas Sekt. Ja, wie du meinen. Gestatten die Herrschaften, dass ich einschenke? Aber lieber Freund, warum so förmlich? So, sag mal, warum steckst du dir den Bleistift hinters Ohr? Ich? Das ist so eine Jugendangewohnheit. So. Was macht mein lieber alter Freund, dein cher Papa und die Frau Mama? Ja, die Frau Mama ist gerade draußen vorbeigegangen. Mit dem Piccolo. Ah, mit dem Graf Piccolomini. Sehr alter Adel. Na, der Piccolo, der Maxl, der lernt doch bei meiner Mama, wie man so ein Geschäft führt. Geschäft?
Was für ein Geschäft? Na, den Erzherzog Karl, unser Hotel. Assadra Bogum. Hotel? Erzherzog Karl? Ja, so ist. Und ich bin der Sohn vom Erzherzog Karl. Jetzt ist draußen. Gratuliere, Hoheit. Also jedenfalls danke ich Ihnen sehr für die Loge damals im Zirkus. Oh, bitte danke. Ich darf mich wohl jetzt empfehlen. Empfehle mich die Herrschaften. Kiste Hand, Kiste Hand. Bitte schön, Böf à la Stroganoff. Oh, sehen Sie doch, kaiserliche Hoheit. Ja? Da kommt Mr. X, mein Mann, Fedja Palinski. Oh. Auf alles, was wir lieben. Prost, Vladi. Guten Abend. Bitte schön, hier an den Tisch, Mr. X. Das Lochtmoy kommt gleich. How do you do, Mr. X? Also heute zum letzten Mal im Erzherzog Karl. Ja. Morgen früh geht es nach Budapest und abends trete ich schon wieder auf. Das ist unerhört, Fedora. Er kompromittiert Sie immer weiter. Haben der Herr Mister heute wieder einen großen Success gehabt? Das ist aber auch beautiful, dieses Looping. Pelikan, Sie kriegen ein fürstliches Trinkgeld, wenn Sie mir den Herrn dort auf einige Minuten beiseite schaffen. Das werden wir gleich haben. Er hat gesagt, er kann keinen Zug vertragen. Please, Mister, ich stelle einfach den Ventilator an. Schon geschehen. Aber was ist denn das? Das zieht ja fürchterlich. Ja, das ist nur die Ventilation. Oh, ich finde es herrlich. Aber ich kann keinen Luftzug vertragen. Verzeihen Sie, Fedora, einen Augenblick. Hole nur meinen Schal. Also, wie habe ich das gemacht? Wenn uns einer nicht passt, blasen wir ihn weg. Fedora, ich muss mit Ihnen sprechen. So? Haben Sie sich endlich dazu entschlossen? Sie wollen also dem Prinzen wirklich Ihre Hand reichen? Jawohl. Denn die ganze Welt weiß, dass der berühmte Mr. X Fedja Palinski ist. Und ich will diesen Namen nicht länger tragen. Weil ich mein Brot mit ehrlicher Arbeit verdiene? Nein, Fedja, ich bitte Sie,